Heute habe ich für euch ganz leckere Hähnchenkeulen in einer Spitzkohl-Specksoße. Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass du reinschaust. Es ist ein sehr einfaches und sehr leckeres Gericht, was sich innerhalb von 50 Minuten fast von alleine kocht. Es ist gesund, es ist sehr schmackhaft und es ist vor allen Dingen auch für Familien und auch große Familien geeignet. Hier auch schon die kurze Zutatenliste. Es ist alles nochmal unten in der Beschreibung hinterlegt. So, den Backofen auf 220 Grad Umluft vorheizen, die Hähnchen von beiden Seiten salzen und pfeffern und mit der Hautseite nach oben in einer feuerfesten Form in den Backofen für 25 Minuten schieben. In der Zwischenzeit würfeln wir die Zwiebeln. Dann schneiden wir den Speck in sehr feine Würfel und erhitzen jetzt einen Bratentopf oder eine Pfanne mit Butter und braten Zwiebeln und Speck da drin schön braun an. Währenddessen kümmern wir uns um den Spitzkohl, den halbieren wir und dann befreien wir ihn von dem Strunk und anschließend schneiden wir ihn in Streifen. Die fertig geschnittenen Streifen gleich mit zu den Zwiebeln und Speck geben und mit schön anbraten. So sieht das Ganze am Anfang aus. Und so sieht es nach circa 10 Minuten aus. Jetzt geben wir die 3 gestrichenen Esslöffel Mehl dazu, rühren alles um und schütten es dann mit 720 ml Milch auf. Alles jetzt nochmal aufkochen lassen und dann die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. So, die Hähnchenkeulen sind jetzt soweit fertig. Den Ofen runterschrauben auf 160 Grad Umluft. Jetzt die Soße drüber geben und alles wieder in den Backofen auf die mittlere Schiene und nochmal für 25 Minuten garen. So, das war's dann auch schon. Hier kommt's frisch aus dem Ofen. Es ist wunderbar. Es duftet auch ganz toll bei mir in der Küche. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ansonsten euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.